Hallo und willkommen bei Schlesienjournal. Der Film Die geteilte Klasse von Andrzej Klamt ist zurzeit in den deutschen Kinos zu sehen. Den Regisseur, einen in Deutschland lebenden Schlesier, treffen wir gleich nach den Infos. Der Sejmik der Oppelner Wojewodschaft hat letztendlich der Opfer der oberschlesischen Tragödie gedacht. Am 27. Februar wurde ein entsprechender Beschluss mit 20 Stimmen dafür und 4 dagegen verabschiedet. Vor einem Jahr haben die Landtagsabgeordneten der deutschen Minderheit einen entsprechenden Antrag eingereicht. Nach über einem einjährigen Hin und Her ist es nun gelungen, einen akzeptablen Resolutionstext auszuarbeiten. Also nur Freude und weiter so. Wir werden jetzt bestimmt keine diesartige Resolution annehmen wollen oder vielleicht nicht angeben, nicht suggerieren. Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht und die Freude ist da. Während der Sejmik-Sitzung haben sich gegen diesen Beschluss die Abgeordneten der PiS und der SLD ausgesprochen. Das sind Österreich-Experten. Zumindest wollen sie es im Wissenswettbewerb Österreich, Land und Leute beweisen. Mit dem Wettbewerb hat der 12. österreichische Frühling in Oppeln begonnen. Wir laden herzlich zu verschiedenen Veranstaltungen dieses Projekts ein, das heißt zur Autorenlesung, zur Ausstellungen. Wir bieten auch verschiedene Diskussionen über die Bücher, 2 Workshops und außerdem möchten wir den Besuchern ein kleines Geschmack von Österreich machen. Im Rahmen des österreichischen Frühlings zeigt die Wojewodschaftsbibliothek in Oppeln eine Ausstellung über deutschsprachige Gänsehautliteratur, kurzum über Krimis. Die ist bis Ende März in der Ulica Piastowska 18 in Oppeln zu sehen. Mój Górny Śląsk, gdzie jest moja wieś, mój dom rodzinny dwujęzyczny. Oberschlesische Sitten und Bräuche und das Leben auf dem Dorf. Darüber erzählt die Schriftstellerin Anna Mischinska aus Zülz im Hörbuch, das sie mit ihren 80 Jahren herausgebracht hat. Es ist für meine Hörer, die im Radio mich immer hören, auch für meine Leser, meine Bücher. Und für ältere Leute, damit sie es einfacher haben, wenn sie Sehstörungen haben, sehen doch nicht mehr so gut. Eigentlich für alle. Das Hörbuch mit Erzählungen von Anna Mischinska ist in der Caritas-Bibliothek in Oppeln in der Ulica Spitalna erhältlich. Es ist auf Schlesisch und Anna Mischinska will in Zukunft auch eine deutsche Version herausbringen. Was ist aus meinen Klassenkameraden aus der Grundschule geworden? Diese Frage stellt sich 2009 der in Beuthen geborene Regisseur Andrzej Klamt. Er macht sich auf die Suche und muss feststellen, dass etwa die Hälfte seiner Mitschüler nach Deutschland ausgewandert ist. Die andere Hälfte ist im damals kommunistischen Polen geblieben. Eine Geschichte, die man einfach verfilmen muss. So ist die geteilte Klasse entstanden. Die ehemaligen Schüler der Bezirksschule Nummer 5 in Beuthen stehen für Hunderttausende Oberschlesier deutscher Herkunft, die es in den 70er und 80er Jahren nach Deutschland verschlagen hat. Wir haben uns den Film in Katowice angeschaut. Andrzej Klamt hat erlebt, was viele deutschstämmige Oberschlesier erlebt haben. Als er 15 war, beschlossen seine Eltern, nach Deutschland zu gehen, im Goldenen Westen ein besseres Leben zu beginnen. Die erste Zeit, damals noch in Westdeutschland, war für mich sehr, sehr schwer. Es war sehr schwer, weil ich, wie die meisten Jugendlichen, nicht gut genug Deutsch konnte und in ein Internat gekommen bin. Ein Sprachinternat, wo ich intensiv Deutsch gelernt habe. 30 Jahre später, in der Blüte seines Lebens, verarbeitet er seine Erlebnisse in einem Film, der heute viele Deutsche und Schlesier in die Kinos zieht. Das Schicksal der Spätaussiedler. Ein Thema, über das in der Öffentlichkeit bisher wenig gesprochen wurde. Doch betroffen waren viele. Von einem Tag auf den anderen zogen die Schlesier weg. Der Mitschüler und der Nachbar war nicht mehr da.
Der Regisseur Andrzej Klamt präsentiert mit der geteilten Klasse einen sehr persönlichen Film, in dem er selbst präsent ist. Das Filmemachen, also wenn man sich tief mit der Materie auseinandersetzt, und ich habe ja an dem Film fast 2 Jahre gearbeitet, immer eine grundlegende Auseinandersetzung mit sich selbst ist, ja, mit der eigenen Geschichte. Und in diesem Film geht es um zentrale Themen wie Heimat, wie Identität, Herkunft. Das ist etwas, was ganz tief in einem ist. Diese Auseinandersetzung hat mir auch da nochmal geholfen, zu spüren sozusagen, wer ich bin und wo ich stehe. Kornel war ein Rabauke. Wo es was anzustellen gab, war er dabei. Ich bin zu 110% Deutscher. Definitiv, ja. Ich bin, gut, stolz vielleicht zu viel, aber ich bin froh, dass ich die polnische Wurzel auch habe. Ja, weil das unterscheidet mich von vielen Idioten. Mien sich lohnt so kommen, ja, albo jakich Polak tam mnie pyta w Niemczech, to już mówię, że jestem Ślązokiem, nie? Ale co to jest, nie? To już jest taka dłuższa rozmowa, nie? Deutscher, Pole oder Schlesier, wer ist denn der Glücklichere? Der in Schlesien geblieben ist oder der nach Deutschland ausgewandert ist? Diese Frage wird Andrzej Klamt bei anschließenden Filmdiskussionen oft gestellt. Ja, ich meine, die Frage nach dem Glück, so eine der spannendsten Fragen. Ja, ich glaube, das speist sich immer sehr aus einem selbst. Ja, also da gibt es keine ethnischen Grenzen. Man kann nicht sagen, auch wenn man den Film gesehen hat, die in Polen geblieben sind glücklicher als die in Deutschland leben. Es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Und es ist zum Beispiel teilweise so, dass zum Beispiel dieses Klischee, dass die in Deutschland ausgereist sind, die sind reicher und ist umgekehrt. Also zum Beispiel, ich habe in meiner Klasse festgestellt, dass die in Polen geblieben sind. Manche von denen sind reicher geworden, materiell. Aber ob sie das Glückliche macht, steht immer auf einem anderen Blatt. Ja. Nach 30 Jahren drücken die ehemaligen Klassenkameraden, wenn auch nur für eine Filmszene, wieder die Schulbank. Für die Polen und Deutschen sind die Wunden der Vergangenheit verheilt, aber nicht vergessen. Man sollte sie auch nicht vergessen, damit die Zukunft besser wird, so das Credo des Films. Interessanterweise ist mein Gefühl so, dass der in Polen mehr mit Distanz aufgenommen wird. Vielleicht, weil die Menschen, die hier einfach noch leben, so unmittelbar davon betroffen sind. In Deutschland irgendwie wird da so, irgendwie so, finde ich, emotionaler irgendwie aufgenommen. Also vielleicht gerade diese von den Leuten, die Kindheit in Polen verbracht haben, ja, und dass da so einen sentimentalen, melancholischen Blick nochmal drauf haben. Mittlerweile sind die deutschstämmigen Spätaussiedler aus Schlesien in Deutschland heimisch geworden. Auch Andrzej Klamt hat in Deutschland seine zweite Heimat gefunden. Deutschland und Polen liegen nun nah beieinander. Und ich schöpfe aus beiden Quellen, fühle mich reich beschenkt. Der Rhein ist mir vertraut geworden, näher als die heimatliche Oder. Das Fließen des Wassers sagt mir immer wieder, nichts bleibt so, wie es ist. Alles bewegt sich. Also ich bin sehr oft hier in Schlesien, ja, in Oberschlesien. Ich fühle mich mit dem Land, ja, mit meiner Heimat verbunden. Ich kenne hier sehr viele Menschen, ich habe gute Verbindungen, ich bin oft und gerne hier. Aber ich glaube, heute wäre es schwer für mich, also die Entscheidung zu treffen, hier mal zu leben jetzt. Der Film Die geteilte Klasse von Andrzej Klamt wird am 28. März im Jugendkulturhaus in Oppeln gezeigt. Und das war's schon für heute bei Schlesien Journal.
Bis in eine Woche wieder. Auf Wiedersehen.